more shocked than anything, you know what I'm saying? But I wasn't more shocked of him dying. I was more shocked of him. Pac is a strong dude, yo. I know Duke, you know what I'm saying? He's real strong. So when they was like, he got shot, I was just more like, again? You know what I'm saying? He always getting shot or shot at. He gonna pull through this one. Check. Make a few records about it. I grew chicken. I grew up a fucking screw up. Got introduced to the game. Got an ounce and fucking blew up. Chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the Black Frank. Einmal zu. Die haben mich, ne? Die Anforderung ist, ihr sollt hierher kommen. Sie zielen hier mit Waffen auf mich. Wenn ihr das nicht macht, bin ich tot. Ja, sind unterwegs. Du sagst jetzt nochmal, wo die drei da sind, ja? Das ja. Ding ist, wir haben euch sogar angerufen. Wir wollten die ganze Zeit mit euch reden, wir wollten nie schießen. Wir haben jetzt geschossen, weil ihr nicht stehen geblieben Platz, seid. Macht das runter. Ja? Wir wollten die ganze Zeit reden, wir rufen euch an. Wir waren zweimal auf euer Grundstück, wir finden euch nicht und was nicht alles. Also klar, dass ihr uns nicht findet. Ja, weil ihr euch versteckt. Wir rufen euch sogar an. Warum kommt muss, ihr nicht muss man in gewissen Zeiten halt manchmal, weißt du? Aber doch nicht vor uns. Wir hätten nie irgendwie angefangen zu schießen oder sonst irgendwas. Das Ding ist halt, ihr habt anders reagiert, als wir erwartet haben da im Observatorium. Und davon sind wir ausgegangen, dass ihr das weiterführt, so. Weißt du? Nein. Eigentlich, wie gesagt, kannst du sogar die scheiß Koppers fragen oder für sich was. Ja, ich frag doch wir keine Koppers. Einfach. Wir wollten die ganze Zeit mit euch reden, mit euch allen. Jetzt stehen halt schon wieder nur vier hier. Mein Gott, was soll man machen? Ist halt so. Ich war ja, auch gestern, vorgestern war ich an eurem Anwesen, ganz alleine. Ich habe da einen von euch angetroffen, ich weiß nicht genau wen. Ja, vielleicht zufällig hier. Eure Hut. Tut mir leid. Keine Ahnung, ist der zufällig hier? Sicherheit. Ja, aber warum kommst du alleine, Dinger? Komm doch mit allem Mann und wir können vernünftig reden. Aus Respekt zum Reden. Damit ihr ja, nicht da kannst du doch mit allem Mann kommen und reden, oder nicht? Ja, das ist auch wieder ein bisschen provozierend, findest du nicht? Nö, wir schießen auch Fall. Nicht, wenn alle kommen. Auf gar keinen schießen Fall. Da noch nicht mal, wenn die Cops uns da razziamäßig einkreisen wollen. Dann gehen wir auch nach vorne und reden mit denen. Jungs, ich sag's euch ganz ehrlich. Ich hab langsam die Schnauze voll und keine Geduld mehr mit euch. Will ich noch einem was von euch, dass ihr irgendwann mit euren Armen macht oder sonstiges. Du hast ja eine Schnauze jetzt. Dann fick ich euch verfickt nochmal jeden Tag. Ich rück bei euch jeden Tag ein. Ich will von euch nichts mehr hören, Alter. Ist das klar angekommen? Na gut, ist angekommen. Sehr gut. Und unsere Arbeit. Versucht uns Arbeit, das ist tabu für euch. Ja, und unsere Arbeit an sich ist tabu für euch. Ich verstehe nicht, wie ihr auf eure Arbeiter kommt. Das verstehe ich überhaupt nicht. Achso, haben deine Jungs sich noch nicht eingeklärt? Meine Jungs haben nichts mit euren Arbeitern zu tun. Ach so. Überhaupt nichts. Ja, da waren das alles ganz komische Zufälle gewesen. Ja, erzähl mal. Gestern die Aktion? Ja? Nur so als Beispiel, dass ihr einen von unseren Arbeitern verfolgt, bei uns komischerweise die ganze Zeit an die Hut anhaltet, wo der Typ uns an die Hut angefahren kam. Ihr habt ihn die ganze Zeit durch die komplette Stadt verfolgt. Dann kommt eine Ansage, ja, wir wollten nur zum Hafen fahren, zum Dealer und so. Komischerweise wart ihr gar nicht mehr beim Dealer da gewesen. Vor allem liegt unser Hut nicht mehr auf der Route. Dann kriege ich auf einmal einen Anruf und sage, ja, ich werde hier ständig von irgendwelchen Leuten auf der Route angesprochen, dass wir das Coca nicht an die verkaufen sollen. Von unseren Jungs? Das sind alles ganz komische Zufälle. Seid ihr sicher, dass das einer von meinen Jungs war? Ja, das mit dem Ansprechen kann ich dir nicht 100%, da war ich ja, nicht also. Dabei. Aber die Aktion gestern und auf einmal, wie gesagt, ne, ihr verfolgt ihn durch die ganze Stadt. Er wird langsamer bei uns an der Hut, ihr werdet langsamer. Er fährt bei uns rauf, ihr haltet auf einmal da an. Einer von denen hat doch gesagt, von wegen, wir sind der Kindergarten. Alles dreht sich nicht nur um uns. Ja, das habe ich gesagt. Das ist, ja, warum denn, Digga? Aus welchem Grunde sagst du solche. Warum diese permanenten solche Anrufe, awesome? Diese ganzen. Was für Anrufe, Digga? Was für Anrufe? Sag doch, was für Anrufe? Welche Anrufe? Ich wurde mehrmals angerufen, in 10 Minuten locker 4-5 Mal. Was wurde denn gesagt? Lass treffen, dies, das, hin und her. Ja, weißt du, das war doch davor. Das war doch nachmittags gewesen. Weil ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ja, aber wer hat denn euch abends angerufen? Warum weinst du denn? Dann komm doch und rede doch. Wir weinen keiner. Wir sind alles nur Menschen, wir können doch reden. Warum habt ihr gerade nicht angehalten, ne? Also ihr habt doch irgendwas zu verbergen. Also nochmal, ihr habt ja gerade gehört, erwischen wir euch noch einmal ansatzweise auf unserer Route. Sache anders aus. Okay, gut, angekommen. Und wenn wir rufen, habt ihr zu kommen? Ja, wenn es gerade nicht geht, geht's nicht. Doch, es geht immer. Nee,
Geht halt definitiv nicht immer. Geht das. Ja. Jetzt seid ihr auch alle hier, oder? Ja. Ja, ja, also, alle. Ja, aber die können, sind hier in dem Sinne. Ja, aber wegen dem Don, nicht wegen dir. Ey, red auch. Nicht so respektlos, Alter. Ohne Scheiß, du bist gerade nicht in dieser Situation, dass du deinen Mund aufmachen sollst, ha? Hat er aber recht, oder nicht? Ist das mir scheiße, ja, aber ich muss mit Don nicht sagen, nicht meine Fresse. Seid mal kurz ruhig, Jungs. Ich hab gesagt, wenn ich eure Fressen noch einmal irgendwo sehe und unsere Arbeiter sagen, ihr wart das, der dann, wie gesagt, ficken wir euch jeden verfickten Tag. Haltet euch aus unseren Geschäften fern. Ehrlich, ja. Und lasst unsere Arbeiter in Ruhe, Alter. Und dann, wenn ich euch noch einmal bei uns in der Nähe irgendwo sehe und rumfahren sehe, fick ich euch genauso. Geht uns einfach aus dem Weg. Wir sind angekommen. Ja, gut.